Hi, hallo, herzlich willkommen zu DeFi Jetzt. Heute unsere sechste Ausgabe mit der über die Metadex One Inch zusammen mit dem Co-Founder Sergei Kunz. Hallo, der Mario. Ich springe heute für den Ralf ein. Der hat sich leider mit seinem Schiff schon aus der WLAN-Reichweite entfernt. Und dabei ist noch der Thor Alexander. Hi, Thor. Und hi, hallo, Sergei. Mario. Hallo, Sergei. Hallo zusammen. Grüß euch. Dann legen wir gleich mal los. Sergei, stell dich mal kurz vor, für die, die dich nicht kennen, weil wir kennen uns ja schon eine Weile aus der Stuttgarter Kryptoszene. Ja, gerne. Vorweg würde ich gerne eins sagen. Metadex stimmt gar nicht. Das habe ich, glaube ich, schon mal dir versucht zu erklären. Ich weiß. Also du bestehst drauf. Ja, also zu meiner Person, ich bin der Sergei, ich komme aus Deutschland, aus Stuttgart. Ich bin Co-Founder auf One Inch Network und Software Engineer, Software Architect, Security Expert mit mehr als 15 Jahren Berufserfahrung. Habe auch hier in Deutschland eigene Firma seit 2011, 2014 die GmbH gegründet. Auch ein Aggregator, aber für Telekommunikation. Und ich bin der Co-Founder auf One Inch Network. Zusammen mit meinem guten Freund Anton Bukow hatten wir mal auf dem Hackathon 2019 eine coole Idee gehabt. Kann ich zum zweiten Punkt rüberkommen. Zu One Inch. Was ist eigentlich One Inch? One Inch Network ist ein dezentrales Netzwerk von dezentralen Protokollen, die auf unterschiedlichen Blockchains laufen. Das ist zum Beispiel Ethereum oder Binance Smart Chain. Was macht OneInch an sich? Wie gesagt, das ist einfach quasi so ein Verbund von unterschiedlichen Protokollen. Wir haben mit dem ersten Protokoll auf dem Hackathon gestartet. Wir haben einfach diese coole Idee gehabt, warum verwenden wir nicht ein paar Algorithmen und verbinden kleinere Liquidity Pools im Ethereum Blockchain Netzwerk zu einem großen. Ja, dabei haben wir ein sehr, sehr großes Problem gelöst. Das ist nicht genug Liquidity in einem Fleck, also auf einem Fleck. Wir haben den Usern erlaubt, dann Wege zu finden bei Verwendung von unseren Algorithmen, wie man bestimmte Tokens zu anderen Tokens swappen kann, dabei quasi das Volume auf unterschiedliche Dexes aufteilt. Es war so eine einfache Implementierung. Wir hatten nur zwei Nächte. Ich habe gar nicht geschlafen. Eigentlich nicht ganz. Ich hab eine Matratze gefunden, die war frei. Ich wusste nicht, dass die jetzt jemandem gehört. Ich habe mich da hingelegt. Nach 20 Minuten kam meine Frau und meinte, was willst du auf meiner Matratze? War ganz witzig. Dann habe ich mich wieder an die Arbeit begeben und nach zwei Nächten und einem Tag ohne Schlaf habe ich mit Anton dann so einen Prototypen gebaut. Wir haben gar nichts gewonnen auf dem Hackathon, außer so einen kleinen Preis von INS. Ich habe so ein Discovery-Ding eingebaut, damit man anstatt eine Wallet-Adresse dann INS-Namen sehen konnte auf der D-App. Die ganzen Leute, die sich das angeschaut haben, meinten, ja, ist cool, hört sich schlecht an. Die Judges meinten, ja, nicht was Bahnbrechendes. Wir sind dann. Lass mich da mal kurz reingrätschen. Sergei, also für die jetzt nicht viel verstanden haben, also was der Sergei gemacht hat, er hat ein Protokoll gemacht, wo man einen Token gegen einen anderen Token tauschen kann. Also wie bei einer Kryptobörse, wo man das eine gegen das andere tauschen kann. Ihr macht das bloß dezentral auf der Ethereum-Blockchain oder auf der Binance-Blockchain. Und du und der Anton lebt ja in Moskau, richtig? Oder lebt er noch in Moskau? Der ist umgezogen inzwischen, der ist in Amsterdam aktuell.
Ah, okay. So, und ihr habt dann halt überlegt, wie kann man die bestehenden dezentralen Börsen nutzen, um da effizient Token zu tauschen, weil das Problem in der Anfangszeit der DEXen war ja, dass die nicht genug Liquidität hatten. Richtig? Genau. Eigentlich kam der Anton mit der Idee, dass wir, dass er persönlich eigentlich einfach eine Liste braucht von den DEXs, weil der musste die ganze Zeit die Preise vergleichen. Der musste zu Banker gehen, zu Kyber und zu Uniswap. Und es war total anstrengend und total zeitaufwendig. Ich kam dann mit der Idee, ja, mit der Idee, dass warum splitten wir nicht? Ne? Wir können ja einen Teil hier swappen, einen Teil da swappen, einen Teil da. Und dann zum Schluss hast du besseren Preis, weil je mehr du zum Beispiel bei Uniswap tauschen tust, dann desto weniger bekommst du von dem Endtoken. Ne? Wegen der mathematischen Formel. X Also multipliziert mit desto Y ist eine teurer wird. Konstante. Genau, je mehr, desto teurer ist, wie ganz normal, wahrscheinlich auch bei der Bank. Die sind so Orderbook-based normalerweise. Wenn so ein Orderbuch leer ist, dann hast du dann zum Schluss schlechten Kurs. Ja. Genau, und er hat einen Algorithmen geschrieben, ich habe das Frontend geschrieben, er hat einen Smart Contract geschrieben und zusammen haben wir das gebaut und dann hat es funktioniert. Okay. Genau. Gut, und wir hatten ja vorhin am Anfang, ich weiß, dass du Metadex nicht, dass dir der Begriff nicht gefällt. Ich erkläre ihn aber kurz trotzdem. Und du kannst ja dann sagen, warum du denkst, dass das ein Aggregator ist. Ich komme ja aus der Internetwelt, auch aus der Suchmaschinenwelt. Und da ist eine Meta-Suchmaschine eine Suchmaschine, die viele andere Suchmaschinen befragt und die Ergebnisse dann aufbereitet und mir in der separaten Liste darstellt. Und so sehe ich eure DEX, euer Protokoll auch. Ich kann das wie eine Börse nutzen. Und ihr fragt dann mehrere konkrete DEXen an, holt euch dort die Preise und auch die Volumina, was dort tauschbar ist, und bietet mir die beste Variante an. Das ist nicht ganz richtig. Also am Anfang der Suchmaschinen war ja total in Ordnung. Ne? Die haben, so wie du erzählt hast, ne, haben die einfach so oberflächliche Daten geliefert. Zum Beispiel Google. Die haben Suchalgorithmen und die filtern bestimmte Webseiten aus und geben dir qualifizierte Resultate. Ja. Dann, was wir machen, oder was wir gebaut haben, ist, dass es einen Algorithmus gibt, der den besten Weg findet über verschiedene Markets. Es ist nicht nur, wie am Anfang es war, einfach ein Split zwischen drei DEXs. Es ist einfach der richtige Weg von einem Token zum anderen, zum dritten, zum vierten, zum fünften. Und parallel kannst du den gleichen Weg gehen über andere Markets, über andere Connector-Tokens. Und zum Schluss haben wir qualitativ hochwertige Resultate dann von dem Algorithmen präsentiert für den User. Dazu gibt es natürlich diesen On-Chain-Protokoll, der dann gewährleistet, dass zum einen derjenige, der die Daten liefert, das kann jeder machen, also das One-Inch-Team liefert die Daten, das sind einfach aggregierte Informationen, die da geliefert wird. Diese Information wird dann von diesem Protokoll, von dem Aggregation Protocol, wird dann überprüft, dass es wahr ist, ja. Und bei der Ausführung von den Daten auf der Blockchain wird dann nochmal verifiziert, dass der User nicht weniger bekommt, wie er gesehen hat. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich will jetzt Token A in Token B tauschen und ihr guckt dann einerseits nach, wenn ich jetzt A in C tausche und C in D und dann in B, ist das eine Möglichkeit, da den Token B günstiger zu bekommen? Und ihr guckt parallel aber auch noch bei so ziemlich allen DEXen, die eine Relevanz am Markt haben. Kann man das Ja, so also es ist ein sagen? Arbitrage-Tool. Es ist wie ein Arbitrage-Trade. Ja? Du kannst auch sagen, okay, ich swappe Ethereum zu Ethereum und dann wird es so ein Algorithmus bei uns, dann, wir verbieten das zwar, weil es ziemlich viel Rechenleistung frisst,
bei unserem Endpoint. Wir finden dann quasi den besten Weg. Eventuell bekommst du sogar mehr, wie du reingesteckt hast. Das machen so Arbitrage-Trader zum Beispiel. Also viel aus der Technologie, die wir jetzt bei dem Algo verwendet haben, kommt von Arbitrage-Traders. Ich habe selber so ein Boot geschrieben, mal in Anfang 2019. Und diese Aggregierungsgeschichte, ne, und Bereitstellen von den aggregierten Informationen von dem 1H-Team, das ist nur ein Teil, nur wirklich ein Bruchteil von dem, was 1H eigentlich ausmacht. Da ist noch mehr. Da ist auch High-Efficient Automated Market Maker. Das ist ein Liquidity-Protokoll, so ähnlich wie Uniswap, nur viel effizienter. Und da gibt es auch den 1H-Token, was ein Utility Governance-Token ist. 1H-Token wird im Liquidity-Protokoll als Connected-Token verwendet für dieses Routing. Ne? Zusätzlich dazu gibt es dann noch dieses Governance, Instant Governance, wo man mit dem Token dann die Einstellungen verändern kann von dem Liquidity-Protokoll und von dem Aggregation-Protokoll. Weil zusammen ist ein Network. Aktuell gibt es noch ein paar Teams, die sind gerade dran, was aufzusetzen. Da wird ein Team Richtung auch Liquidity-Protokoll gehen und contributen. Gibt es dann eine neue, erweiterte Version von dem Protokoll, was wir gerade haben. Und ein anderes Team geht in Richtung Decentralized Storage. Da sind wir gerade dran, die noch ein bisschen zu beraten, zu den Geschichten und mal gucken, ob die jetzt noch in die 1H-Network-Geschichte mit einfließen. Auch. Ja, ich denke mal, das wird dann ziemlich detailliert. Da können wir das mal in konkreteren Podcasts durchgehen. Aber ich sprich diese, das Preismatching passiert sozusagen off-chain bei, wenn ich hier bei euch im Medium gelesen habe, zum Beispiel bei eurem neuen Partner hier bei BitQuery. Nee, das ist was anderes. BitQuery, die liefern einfach nur die Daten für die Charts. Bei dem User Interface gibt es die Charts und die Daten kommen von BitQuery. Okay. Das sind auch Russen. die haben coole Schnittstellen, die verwenden einfach das Frontend. Mehr nicht. Ne? Die aggregierte Daten, wie schon gesagt, 1H-Team liefert die aggregierte Daten in Form einer Schnittstelle, die ist Non-Custodian, der wird kein Geld angefasst, der wird einfach nur aggregiert auf der Backend-Seite, der wird einfach so ein Pfad zurückgeworfen und der User kann so eine Transaktion bilden, basierend auf der Information, und die Transaktion wird dann auch von dem User selbst abgeschickt. Also das Team liefert nur aggregierte Informationen, nicht mehr, nicht weniger. Es gibt auch andere Teams, die sowas auch anbieten. Es gibt so Konkurrenten, die versuchen dann auch quasi so ein eigenes Frontend dafür zu bauen und machen so Ähnliches. Es gibt Total, es gibt ZeroX, die das auch Open Source komplett offenlegen, die Backend-Implementation. Die ist nicht super efficient, nicht so wie bei uns. Allerdings, die haben gute Market Maker, die sie mit einbinden. Deswegen competen die ziemlich gut mit uns auch. Es gibt auch Paraswap, die kopieren 1H 1:1. Also das Team zum Beispiel hat dann ein neues User Interface rausgebracht und die haben es einfach kopiert und als schlecht kopiert. Normal, ne? Ja, normal. Ja. Okay. Zu dem Logo, zu den Fragen hier. Vielleicht zu dem Namen selber, warum haben wir das 1H genannt? Also wir sind so Martial Arts Fans, Bruce Lee Fans, und Bruce Lee hat diesen 1H Punch gehabt, das war so super efficient Punch, also der hat mit einem Schlag Leute umgehauen, mit Entfernung von einem Inch, ja, also die Hand war so, die Finger waren so 2,54 oder 4,5 Zentimeter entfernt von der Person, und er hat die dann umgehauen. Und das war super effizient und wir dachten, okay, wir bauen auch was Effizientes auf der Blockchain, und dann haben wir es einfach 1H genannt. Wegen dem Logo, also ich war gerade bei der Suche nach dem Logo, und da ist Hayden Adams von Uniswap vorbeigelaufen. Und mit dem habe ich ein bisschen mal gelabert und dachte ich, okay, Unicorn ist eigentlich eine coole Geschichte. Und ich habe dann so ein Angry Unicorn, so ein Mad Unicorn gefunden. Und unser Team hieß damals Cryptomaniacs. Und
da dachte ich, okay, so ein Angry Unicorn, so ein Maniac Unicorn ist eine coole Geschichte, einfach zu zeigen, dass wir eigentlich besser können und effizienter machen können wie Uniswap selbst. Also Unicorn, für alle anderen, die sich jetzt fragen, was das ist ein Einhorn. Ne? Und euer Logo, ich meine, Uniswap hat ja, glaube ich, auch ein Einhorn. Allerdings sieht euch eures ein bisschen farbiger aus, finde ich, oder? Wir haben das ein bisschen getuned. Also die erste Version habe ich auf dem Hackathon gekauft, irgendwo bei Team Forest oder sowas. Aktuell gibt es so ein paar Contributor, auch Designer, die auch so eine neue Version davon gemacht haben. Also das, was ihr gerade hier seht, das ist ein Maniac Android Unicorn, der so ein modifizierter Hochleistungs Einhorn ist. Ja. Okay, wer finanziert One Inch? Du hast auch gesagt, ihr habt ein Team. Wie groß ist euer Team und wo kommt das Geld dafür her? Also die Core Contributors, die sind weltweit verteilt. Viele sind in Russland, also sehr, sehr viele gute Leute, die Tag und Nacht arbeiten von sich aus. Es gibt eine Struktur. Es gibt die Firma auf den British Virgin Islands, die Wandeldarlehen aufgenommen hat gegenüber einigen Investoren, wie zum Beispiel Binance Labs in der ersten Runde. Es gab noch ein paar andere. Es gab auch zum Beispiel Greenfield, einen deutschen Investor, Galaxy Digital. Es gab IOCG und Dragonfly, Ventura Capital als Hauptinvestor in der zweiten Runde. Wie gesagt, Wandeldarlehen, also Saftverträge wurden gemacht. Wir haben dann halt, ich und Anton, dann noch ein paar Leute da mit dazugeholt, die jetzt auch mit contributen. Das Geld kommt von den Investoren, von diesen Wandeldarlehen. Dafür haben die jetzt den Token, der ist vested über bestimmte Zeit. Vested zurückgehalten, ja, oder? Ja, es ist entwässert, ja. Über 4 Jahre bei den Leuten, die wir jetzt mit eingepackt haben, von Anfang an, die Core Contributors. Bei den Investoren sind es nur 2,5 Jahre. Wir konnten eine Foundation finden, die das auch mit angepackt hat und den Token erstellt hat im Dezember letztes Jahres über Weihnachten. Die haben physisch den Token gelauncht und die Foundation verwaltet dann Teile von dem Community Part. Wenn ihr mal schaut, die Aufteilung, es gibt Teil für die Community, Teil für die Investoren, es gibt Teil fürs Team und da gibt es noch so einen Growth-Teil, wo dann für die Weiterentwicklung, für Security Audits und so verwendet wird. Und die Foundation verteilt zum Beispiel Grants an unterschiedliche Teams auch, die jetzt hier contributen möchten. So wie ich schon genannt habe, sind 2 Teams gerade in der Pipeline, soweit ich das mitbekommen habe. Und genau, also die Foundation gibt auch einiges aus, auch für die Community, für die Leute, die jetzt im Support sind, für die Leute, die in den Social Network Channels aktiv sind, also irgendwie Sachen beantworten, zum Beispiel in Telegram. Die bekommen auch von der Foundation dann Grants aktuell. Grants sind Unterstützung und Contribution ist auch Unterstützung, ne? Contribution ist, wenn jemand mitmacht und irgendwelche Sachen macht, Arbeit erledigt quasi. Du gebrauchst jetzt hier zu viele Fremdwörter, die jetzt nicht jeden so geläufig sind. Ja, das Problem ist, ich spreche entweder auf Russisch mit dem Team, wenn ich mit denen kommuniziere, oder Englisch halt mit den Leuten, irgendwelche Investoren oder irgendwelche Interviews oder sonst irgendwie. Russische Wörter habe ich jetzt noch nicht viele gehört von dir. Also sind Grants im Prinzip sowas, ihr unterstützt Teams mit eurem zurückgehaltenen Growth, also Wachstumspool, die One Inch weiterentwickeln wollen. Ich mache das nicht. Nee, das nee, ich meine also die Foundation. Ja, genau. Die Foundation, also, genau. Die Foundation, das ist eine unabhängige Organisation, die ist eine Non-Profit-Organisation.
und genau, die wählt dann aus, an wohin die Kohle geht, ja, die wird so Grants verteilt. So, und die Bedeutung von 1 Inch auf der Binance Smart Chain? Weil ihr habt Also, ja Binance mit im Boot und die werden natürlich auch Interesse haben, dass ihr euer Protokoll, euer Network auch auf Binance laufen lasst. Und es ist so, Binance hat ja auch diesen bei diesen Wandeldarlehen mitgemacht und wir haben keine Requirements gehabt, irgendwas zu launchen auf Binance. Allerdings war es halt sinnvoll, das einfach das Netzwerk auszubreiten. Zuerst wurde das komplette Netzwerk mit One-Inch-Liquidity-Protokoll, Aggregation-Protokoll und mit dem Instant Governance, mit dem Token, wurde letztes Jahr gelauncht im Dezember. Und es war halt logisch, dass das expandiert. Ne? Und wir haben auch so einen Designer, der sehr echt cooles GIF gemacht auf Twitter. Vielleicht kannst du es hier reinschneiden, das Video. Wo es unser Unicorn auf so eine verbrannte Erde steht und alles ist verbrannt, überall Feuer und das ist halt Ethereum, wo die Transaktionen ziemlich teuer sind. Und dann wird so ein Portal aufgemacht Richtung Binance Smart Chain, wo alles grün und viel Wasser ist und viel rumfliegen. Das ist einfach eine Expansion Richtung Binance Smart Chain. Das Netzwerk wurde dort auch deployed. Auch der Token wurde von der Foundation dort ausgerollt. Da wurden, glaube ich, 25 Millionen Tokens erstellt in der Bridge von der Binance Smart Chain quasi deponiert. Und jeder, der von Ethereum ins Binance Chain reingeht, der blockiert auf der Ethereum-Seite die Tokens und auf der anderen Seite werden die halt wieder freigestellt und dann auf die Wallet dann transferiert. damit ihr sicher geht, dass es nur euren vorhergesehenen, also dass es nur den vorhergesehenen, die vorhergesehene Anzahl an One-Inch-Token gibt. Also es gibt dadurch jetzt nicht mehr One-Inch-Token. Genau, dafür wird sichergestellt, damit wird sichergestellt, dass keine mehr Tokens erstellt werden. Binance Smart Chain an sich ist eine Kopie von Ethereum mit so einem Proof of Stake teilweise. Das ist nichts Neues. Ne? Die Technologie ist schon seit langem da. xDAI zum Beispiel und Poa waren schon lange bevor Binance das gemacht hat. Man kann auch, glaube ich, selber so einen Validator laufen lassen. Allerdings, das ist zu teuer. Das ist wirklich zu teuer. Du musst BNB staken und das ist total kompliziert bei denen. Wir wollten auch eigentlich eine Node dort laufen lassen, aber war uns zum einen zu teuer. Wir wollten die Investorengelder da nicht verschwenden. Und zum anderen, ja, ist es halt schwierig, überhaupt da reinzukommen. Ja, prinzipiell. Was cool ist, Transaktionen sind günstig. Es sind sehr viele Menschen dort. Wir haben jetzt, soweit ich gesehen habe, laut der Statistik, bei dem Aggregation Protocol ungefähr 63 Millionen Dollar an Volume gehabt. Und um die 5000 User in den letzten 24 Stunden. Das ist halt ziemlich viel. Ne? Auf Bei Ethereum Ethereum, oder auf Binance? das war Binance Smart Chain. Und bei Ethereum sind es 130 Millionen Dollar an Volume und irgendwie fast 2000 User. Also wir haben eigentlich mehr User auf Binance Smart Chain. Genau, wir planen auch Richtung Layer 2. Also 1inch hat auch, also die Firma, die Investition bekommen hat von den Investoren, die hat den ZK Sync investiert, ZK Snarks von der Matter Labs, sind auch unsere Freunde, auch Russen. Das war eine strategische Investition, einfach ein Teil von dem Budget, was wir bekommen haben, haben wir einfach da reingepackt, war nicht viel. Weil die machen was Cooles. Also das Optimismus, was da rauskommt, ist halt so Optimistic Roll-Ups. Da gibt es viele Probleme und es gibt viele Probleme dann später. Ne? Man muss dann zum Beispiel, wenn was schief geht, ne, und jemand muss was beweisen, es geht so 20 Mal hin und her oder 21 Mal hin und her und dann
Also es ist kompliziert. Und bei ZK-Snarks, da ist alles schon geprüft. Ne? Es muss nicht hinterher dann jemand kommen und dann Beweise vorlegen. Und die Performance wird auch ziemlich cool sein. Die haben auch angedeutet, dass die komplette Solidity Kompatibilität mitbringen. Kompilieren das über LLVM zum Bytecode und das wird dann bei denen ausgeführt und geprüft und so weiter und so fort. Genau. Okay, gut. Und warum soll ich wohl ihn nutzen, Sergi? Du sollst nicht, du kannst, wenn du, also ich muss keinen verkaufen, ne? Wenn es dir Zeit zu teuer ist und deine Nerven, dann macht es Sinn, einen Aggregator zu verwenden, genauso wie Google, ne? Du gehst auch zu Google, um irgendwas zu finden, oder du gehst zu einem Aggregator, der zum Beispiel die Flugtickets aggregiert, du gehst auch nicht zu jeder Gesellschaft einzeln und guckst, was gibt es da für Angebote, ne? Holst dir dann irgendwie 20 Angebote und dann verschwendest du dann einen Tag Zeit dafür. Ne? Oder du verwendest einen Aggregator, der das alles für dich macht. Habe ich da noch Kosteneinsparung? Natürlich. Also du bekommst immer den besten Rate auf dem Market, auf dem DeFi-Market, das ist voller Finanzen. Ja, du sparst dir Zeit und Geld im Endeffekt. Ne? Und bei Transaktionen, also der Anton hat mit dem Michael, die haben eine optimierte Version von dem Router geschrieben, der viel besser ist wie der Uniswap-Router. Zum Beispiel, wenn du auf Uniswap gehst und dann zum Beispiel Ethereum zu DAI tauschen tust, dann zahlst du dann irgendwie $50 Transaktion, je nachdem wie teuer es ist aktuell auf Ethereum. Wenn du dann über diesen Router machst, den Anton und Michael geschrieben haben, das ist die V3, die announced wurde, von dem Aggregation Protocol, da sparst du 10%. Und das kann viel sein, ne? Also 10% von $50 sind $5, ne? Die du sparst. Und das ist cool. Und es macht dann keinen Sinn mehr, zu Uniswap zu gehen. Und die haben sowieso nicht die ganze Liquidität auf dem Markt. Und du bekommst doch teurer wie auf OneEdge. Welche Mitbewerber habt ihr? Ich habe das schon genannt. Es gibt ZeroX-Protokoll, die haben einfach 1:1 kopiert. Also ZeroX-Protokoll haben mit Limit-Order-Protokoll gestartet. Und das ist wie auf den zentralisierten Börsen, dass du dann so Limit-Order erstellen kannst, so ein Mesh-Network reinschmeißt und irgendjemand füllt die Order. Und dann haben die verstanden, dass die eigentlich nichts Außergewöhnliches geschafft haben, kein Geld verdienen können als Team und die Community nicht so cool drauf ist, weil der Token eigentlich gar keinen Sinn macht. Die haben auch, glaube ich, eins auf den Deckel von SEC bekommen, weil die ICO gemacht haben, unreguliert. Die konnten sich freikaufen, soweit ich das weiß, haben eine super hohe Summe gezahlt. Und dann haben die gesehen, dass ich und anderen den Aggregator-Market geschafft haben. Vor OneInch hat keiner über Aggregatoren gesprochen. Und die haben gesehen, dass da jetzt viele Leute jetzt da mitgemacht haben bei dem Protokoll und viel Volumen dann kam. Dann haben sie sich gedacht, oh scheiße, ne, dann müssen wir das kopieren. Und dann haben die das kopiert. Die haben wirklich 1:1 auch die API kopiert und dann haben die das ein bisschen erweitert. Wir haben halt den Fehler gemacht, dass wir unseren ersten Algorithmen, den dynamischen Algorithmen, in die Frontend-App eingebaut haben und das war dann einsehbar. Klar, Open Source und so weiter, es ist cool. Wir haben Teile von, also wir haben jetzt alle Smart Contracts, die wir haben, die sind, was mit Protokoll zusammen, wo es zusammenhängt, wurde veröffentlicht als Open Source MIT. Uniswap zum Beispiel, da können wir später dazu kommen, zu der Version 3. Die haben zum Beispiel unter Business Lizenzen veröffentlicht. Das ist eigentlich No-Go für so ein DAO-Projekt. Wir haben das Open Source gemacht. Teile der Implementierung verstecken wir trotzdem, die uns angeht. Also wir als quasi als Team. Veröffentlichen natürlich den Source Code nicht von der Aggregierungslogik, weil jeder könnte dann kopieren und sagen, okay, wir machen das Gleiche.
Warum seid ihr besser wie wir? Wir kopieren euch einfach. Und dann gibt es noch ein paar Smart Contracts, das sind so Optimierungen, die wirklich low-level sind. Die sind zum Beispiel in Assembly geschrieben, under the Hood, unter der Haube. Und die möchten wir nicht veröffentlichen. Die müssen wir auch nicht veröffentlichen, weil zum einen, also da gibt es keine quasi Benefits für die Leute, die das verwenden, ja, oder die das einsetzen. Weil das Protokoll an sich gewährleistet schon die Sicherheit, ne? Die Aggregierungs-Contracts zum Beispiel, die wurden von sehr, sehr vielen Firmen geprüft, von Auditors. Und was da unten unter der Haube passiert, interessiert prinzipiell keinen User, weil es wird sichergestellt, dass der User nicht weniger bekommt, wie er gesehen hat. Und keiner der Aggregierungsprovider, also Information Aggregierungsprovider, so wie das untere Team, nicht die Leute betrügt. Ne? Es wird dann am Anfang auch geprüft, okay, wenn da zum Beispiel eine Port geliefert wird von der Schnittstelle, dass diese auch stimmt. Das wird auch dann in diesem Smart Contract geprüft. Genau. Es gibt dann so einen Franzosen, der 1 zu 1 kopiert hat, zum Beispiel die Funktionalität an sich. Der hat auch so eine Art Seite gehabt, wo er einfach aufgelistet hat, wo welche Preise gibt. Ne? Also wie Dex AG zum Beispiel. Dex AG, US-Leute, die haben unsere Smart Contracts kopiert und haben gesagt, das ist deren Entwicklung. Ich habe dann, ich fand es total scheiße. Ne? Wir haben versucht, mit denen zu kommunizieren. Wir haben denen erklärt, okay, Jungs, ihr kommt aus den USA. Ja? Ihr kopiert unseren Code. Der unter Copyright steht. Und ihr sagt, ihr habt es nicht gemacht. Wir wollen kein Geld von euch. Wir wollen nur, dass ihr uns erwähnt im Code, dass ihr von Sergej Kunz und Anton Bukow den Code genommen habt und verwendet habt für euren Produkt, wo ihr Geld mit verdient. Ja? Und die haben gesagt, nö, das haben wir nicht gemacht und ihr könnt euch verpissen. Dann haben die uns noch angegriffen. Die haben dann so eine Denial of Service Attack gestartet ich hab nachverfolgen können. Die haben dann ein paar Services, also wir haben so auf GitHub Sachen gehostet gehabt, dieses Frontend zum Beispiel, also die Webseite. Und die haben das Ding angegriffen und die erste Attacke kam von Kanada, wo der CTO von dem Projekt herkommt. Ich konnte sogar die Stadt identifizieren, weil die haben zuerst so einen Test gemacht, ne? Und dann haben die später über Südkorea angegriffen, so richtig stark. Und ich habe das natürlich gleich öffentlich gemacht und habe gesagt, hey Jungs, das geht nicht, ne? Das ist hier alles öffentlich, ne? Und wenn die Polizei kommt, dann sitzt ihr lange Zeit im Gefängnis. Lass es bitte, ne? Wir wollen keinen Ärger. Wir wollten nur, dass ihr uns erwähnt und mehr nicht. Also so Sachen passieren. Ne? Und jetzt haben die auch noch 2, 3 Millionen Dollar von Investoren bekommen, basierend auf unseren Technologien. Ne? Das ist total scheiße. Ja, deswegen, so viel wie wir können, veröffentlichen wir. Zum Beispiel Liquidity-Protokoll ist Open Source, Instant Governance, Token ist Open Source, Aggregation-Protokoll, der Hauptlayer, der Security-Layer ist kostenlos. Open Source, jeder kann contributen, jeder kann seine eigenen Algorithmen schreiben und dann eigenes Frontend bauen und dann so ein Protokoll verwenden. Das ist alles offen. Okay. Gut, wie zu den Gebühren hatten wir ja schon ein bisschen was gesagt. Nee, eigentlich konkret noch nichts, außer dass ihr jetzt Gebühren einsparen könnt. Erhebt ihr Gebühren? Also wenn ich Also jetzt OneInch zum Tauschen nutze, habe ich da Zugangsgebühren? wenn du von OneInch Network sprichst, also ich Hm? persönlich nehme keine Gebühren, ich nehme kein Geld, ich verdiene kein Geld von dem Zeug. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe von Anfang an contributed und Code geschrieben und aktuell ist so, das Netzwerk an sich, dass es gibt keine direkten Gebühren, es gibt diese DAO, die für Governance Rewards stimmen kann. Quasi so Bezahlung für die Steuerung von dem Protokoll. Diese extra quasi Gebühren, die werden nur in bestimmten Fällen genommen. Bei Liquidity-Protokoll sind die mit eingebaut. Wenn zum Beispiel ein Trade passiert und zum Beispiel Ethereum gegen DAI getauscht wird, so wie auch bei Uniswap, wird Fee genommen von dem Trade.
ja, damit die Liquidity Provider auch was dran verdienen. Und die Staker von OneInch Token, die verdienen damit. Und die haben entschieden, Gebühren quasi, dass die Gebühren genommen werden von dem Protokoll, haben die entschieden. Also wir als Team haben den Code geschrieben, der wurde auch deployed und von Anfang an wurden keine Gebühren genommen. Und die DAO, die Leute, die da gesteckt haben, haben dann entschieden, dann irgendwie 10% von den Verdienst von den Liquidity Providern zu nehmen. So, das ist eine Möglichkeit, wo die Leute, die bei DAO mitmachen, was mehr One-Inch-Tokens bekommen. Die bekommen One-Inch-Tokens, das Ganze. Es gibt noch, bei dem Aggregation-Protokoll gibt es noch eine Möglichkeit, da auch was zu bekommen. Das ist so, wenn der User einen bestimmten Preis sieht und zu dem Preis den Tausch macht auf der Blockchain, im Protokoll, ja, und wenn im Protokoll doch mehr kommt, wie erwartet, das kann passieren. Zum Beispiel, wenn jemand vor dir einen anderen Tausch macht und den Preis verändert, ja, zum Beispiel bei Uniswap, dann es kann sein, dass das Protokoll mehr bekommt, wie erwartet. Du als User bekommst das, was du erwartet hast. Aber das, was übrig bleibt, geht auch an die Governance, als Governance Reward, an die Leute, die gestaked haben. Und es ist halt so ein eigenes Ding. Und das haben die auch entschieden. Ne? Die haben gesagt, okay, wir wollen 80% von jedem solchen Trade, wo mehr bleibt. 20% geht an die Referrals, für die Leute, die Freunde einladen und so. Die können da auch dann 20% von den Gebühren bekommen. Und wenn da keinen gibt, der den einen gebracht auf die Webseite gebracht hat, dann bekommt halt komplett Governance das Geld. Also die One-Inch-Tokens. Es wird halt in unterschiedlichen Tokens gesammelt und dann wird so in dem internen Protokoll dann gegen One-Inch-Token am Market getauscht. Und genau, und jede Woche gibt es quasi so eine Reward-Auszahlung. Das geht in so einen Smart Contract und jeder Teilnehmer, der staked, der kann hingehen und seine Rewards abholen mit so einer Transaktion. Irgendwie in der Woche sind es locker $700,000, wenn man das umrechnet von One-Inch-Tokens. Wobei das sind ja jetzt nicht richtige Gebühren, sondern sind ja eher unerwartete Gewinne, müssen wir so ausdrücken. Durch die spezielle Architektur. Das ist ist so ähnlich wie bei den Banken. Ja? Also wenn du da auch einen Trade machst, wenn du dann Aktien kaufst oder so, du kaufst auch zu einem bestimmten Preis. Du kannst zum Marketpreis kaufen, ja, und dann wird es dir auch angezeigt, was du für einen Rate bekommst, ja. Und wenn der besser ist, dann bekommt die Bank meistens das oder der Trader oder der Broker, der dazwischen sitzt. Okay. Was hältst du von Uniswap? Du hast es jetzt schon ein paar Mal genannt auch. Mhm. Ja, Uniswap, ich kenne den Hayden persönlich, mehrfach mit ihm gesprochen, auf unterschiedlichen Hackathons. Er ist ein bisschen speziell, ein bisschen arrogant gegenüber uns gewesen, mir gewesen. Ich habe mit ihm nie lange sprechen können. Er hat immer von oben nach unten zu uns geschaut. Trotzdem schreiben wir ab und zu mal. Wir haben so einen Chat mit dem Telegram. Letztens hat er auch wegen der neuen Version geschrieben, ob wir die integrieren möchten und so weiter und so fort. An sich, das Team ist cool. Ich kenne noch quasi Head of Growth. Das ist so ein Mädchen. Sie ist auch cool und so ein bisschen offener wie Hayden selbst. Der Hayden hat einfach das implementiert, was schon, ich glaube, das war Louis Lu von Gnosis, der schon vor Uniswap die Formel von Uniswap aufgeschrieben hat im Blogpost. Der hat auch die Formel von Balancer, wo du mehrere Tokens in dem Pool haben kannst, veröffentlicht. Und der Hayden hat es einfach implementiert. Es war cool, dass er es implementiert hat. Er hat auch Unterstützung von Hayden, von Vitalik Buterin bekommen. Der hat auch 100.000
$1 in Ethereum bekommen auch von Vitalik Buterin. Wir hatten auch promoted. Vitalik hat eigentlich nur einmal über Vanish was geschrieben, aber wirklich nur einmal, obwohl er von uns wusste. Er war ja überall dabei. Ne? Auf jeden Hackathon haben wir mit ihm gesprochen. Wir haben ihm auch erzählt, was wir so gemacht haben, wie es sich weiterentwickelt hat. Auf dem New Yorker Hackathon, wo wir das Ding gebaut haben, habe ich zuerst mit Vitalik gesprochen über die Idee. Ja? Und er meinte, ja, da ist noch jemand, der sowas Ähnliches macht, Toto zum Beispiel. Wir wussten aber von denen gar nicht, und wie die das implementiert hat. Und so in die Richtung ging es. Uniswap an sich, wie gesagt, Hayden hat das implementiert, was eigentlich schon diskutiert wurde. War cool, dass er es gemacht hat. Die haben Market aufgemacht. Die sind quasi die Ambassadors in dem Feld. Ich habe volles Respekt vor dem Team von Hayden. Die haben jetzt auch die V3 gemacht. Davor war die V2. V2 war so, ja, so eine etwas eine andere Art von V1. Ein paar Sachen waren so gas-efficient, effizienter implementiert für in bestimmten Fällen. Somit günstiger dann von den Transaktionen. Nur in bestimmten Fällen, eigentlich V1 war eigentlich super, super effizient von Gas eigentlich. Aber mit V2 konnte man mehr machen. Und mit der V3 kommen die jetzt mit neuer Geschichte. Und V3 ist eigentlich eher gemacht für Marktmakers, weil du hast ein Risiko bei V3, du hast ein hohes Risiko an Impairment Loss. Du kannst, wenn du deine Liquidität nur in den vorderen Bereichen, so wie in einem Orderbook, deponierst, dann kann es sein, dass der Preis mal aus der Range rausgeht und du da nichts mehr verdienst. Dann hast du quasi deine Position verkauft. Wenn du zum Beispiel 2 Token hast in dem Pool, du hast Ethereum, du hast DAI. Und wenn auf einmal Ethereum runtergeht und du hast in den ersten 5% deine Liquidität hinterlegt, dann werden deine 5%, in den ersten 5% wird deine Position zu Ethereum verkauft und dann siehst du mit Ethereum, der Preis fällt runter und du verdienst gar nichts. Und bei der Version 2 und 1 oder bei uns, dann verdienst du die ganze Zeit, den ganzen Weg. Ne? Wenn es weiter runter geht, dann verdienst du trotzdem an den Fees, weil deine Liquidität arbeiten im ganzen Pool und nicht nur in den ersten 5%. Aber wenn du in den 5% sitzt, zum Beispiel bei den Stablecoins, die schwanken so um die 5-10%. Manchmal schlagen die mal aus, aber meistens sind die bei 5-10%. Und wenn du da sitzt, dann verdienst du die ganze Zeit, wenn es hoch runter geht und du verdienst wirklich viel. Ich glaube, Uniswap V3 macht Konkurrenz zu Curve. Curve ist so eine MM-Implementierung für Stablecoins. Für die Tokens, die ungefähr den gleichen Wert haben. Ja? Und die schwanken so zwischen dem gleichen Wert und durch diese Reibung entsteht halt dann Gewinne für Liquidity Provider. Wir werden mal sehen, was passiert. Uniswap V3 ist optimiert für Layer 2, für Optimism. Die arbeiten da ziemlich eng miteinander, soweit ich das verstanden habe. Die haben auch frühzeitig den Zugriff bekommen auf diese Layer 2 Deployments. Wir haben da jetzt auch probiert, den Zugang zu bekommen. Wir haben den bekommen, allerdings da ist so gut wie keine Dokumentation. Und das Team, vom Gefühl her, Optimism-Team sitzt in der Garage und baut irgendwas auf den Knien zusammen. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich gut funktioniert. Wir hoffen, dass es gut funktioniert. Die haben gute Investoren. Die haben, ich glaube, A16Z haben die on board, soweit ich das weiß. Wir werden mal sehen, ja, wie es geht. Wird es auch One-Inch-Socken geben? One-Inch-Socks? Wir haben so ein paar Ideen im Team gehabt, so einen Store zu machen. Mit Tokens auch. Tokenisiert, denke ich, T-Shirt oder so. Keine Ahnung. Also da haben ein paar Jungs dran. Ich bin da jetzt nicht super up to date. Natürlich. Was hältst du generell von den dezentralen Börsen auf der Ethereum-Blockchain? Es kommen immer wieder neue.
Da gibt es bestimmte Entwicklungen. Es gibt Dodo zum Beispiel. Die haben versucht, so hocheffizienten Automated Market Maker zu bauen, so eine Art DEX, die super effizient mit der Liquidity umgeht. Unser Team hat auch eigenes MM, Managed Liquidity Protocol. Das ist super effizient. Wenn der Markt dumpt oder pumpt, dann verdienen die Liquidity Provider sehr, sehr viel. Da sind wir ein paar coole Ideen gekommen. Es gibt Protokolle, die kopieren einfach Uniswap, zum Beispiel SushiSwap. Die haben auch eigene Community, eigenen Shit-Token, die die dann erstellen und dann verteilen. Also ich weiß nicht. Token zusätzlich zu erstellen und dann den einfach zu verteilen, damit dann so eine Art Blase entsteht und so eine Art Pyramide. Ich sehe da keinen Sinnzweck davon. Bei uns ist es halt anders. Ne? Bei uns gibt es halt wirklich eine richtige Tokenomik und richtige Prozesse, die dann, also die wird wirklich was verdienen, was gegen wann nicht Token getauscht wird und dann an Rewards verteilt wird. Anstatt dass da One-Inch-Token einfach geprintet wird, erstellt wird und dann einfach verteilt wird. Das macht ja keinen Sinn. Nichtsdestotrotz, SushiSwap-Jungs, das ist halt eine Community an Programmierern, die machen was. iEarn zum Beispiel, die machen auch einiges, versuchen da, experimentieren da. Nachteile gibt es. Einiges wird nicht geprüft, es gibt keine Audits und dann verlieren die Leute Geld. Und das macht halt einen Schaden für das ganze DeFi-Space. Von unserer Seite, wenn wir was liefern oder wenn ich persönlich was liefere, dann lasse ich es überprüfen. Wir haben das Geld von Investoren bekommen und dann bestellt halt Anton irgendwie 10 Audit-Firmen, die das dann mal auseinandernehmen. Und dann kann man ruhig schlafen. Ich selber, wenn ich contribute ich dann auch von hier, von Deutschland aus, von meiner Seite persönlich. Ich bin auch versichert bei der Allianz. Wenn da halt was schief geht, dann zahlt die Allianz hoffentlich. Ich bin mir nicht sicher, ob die das wirklich macht. Aber ich habe zumindest eine Versicherung abgeschlossen für alle Fälle als Softwareentwickler. Für jede Software, die ich da produziere. Könnte teuer werden für die Allianz. Aber naja, das ist ich glaube, bis 10 Millionen Euro ist es abgegrenzt. Es kann wirklich teuer werden, ja. Wenn ich da Scheiße baue, dann kann es teuer werden. Aber davon gehen wir nicht aus. Gut, es gibt auch andere Contributor, die das auch überprüfen, ne, was ich da fabriziere. Und alles können. Und es gibt auch Security Auditors, die dann die Audits machen, zum Beispiel wie Open Zeppelin, Consensus, die da drüber gehen und gucken. Wie siehst du die Rolle der DAO im Ethereum-Blockchain-Ökosystem? Meiner Meinung nach, es gibt keine DAO für Ethereum. Es gibt Entwickler, die es gibt unterschiedliche Teams, ja, die zum Beispiel eine Ethereum 2.0 weiter schrauben. Es gibt Leute, die da so Proposals für Ethereum der aktuellen Version erstellen. Ich und andere, wir haben schon Proposals erstellt gehabt für Ethereum. Allerdings wurde das mal kurz diskutiert und dann wurde es liegen gelassen. Also die Proposals, die von höheren Personen erstellt werden, wie Vitalik Buterin, die werden gleich umgesetzt. Und so eine Art Voting für bestimmte Proposals, meiner Meinung nach, gibt es nicht. Es gibt so Runden, wo die Ethereum-Community, quasi so die Core-Contributor, sich zusammensetzen und dann irgendwas erzählen. Allerdings, meiner Meinung nach, ist es nicht effizient. Und es ist so hierarchisch, würde ich mal behaupten. Und die Foundation an sich, von der Ethereum Foundation, mit denen haben wir auch was zu tun gehabt. Die haben uns keinen Grant gegeben. Wir haben Markt geschaffen mit der Regierung. Wir haben was verändert. Wir haben das Leben besser gemacht. Wir haben es benutzerfreundlich gemacht und die haben uns keinen Grant gegeben. Die haben uns nur angeboten,
uns vielleicht so quasi Connections zu machen, quasi so Introductions für andere Leute, damit wir irgendwie vielleicht einen Auditor noch an Bord bekommen, der nochmal vielleicht über den Code drüber schaut. Aber mehr auch nicht. Ja. Die vergeben Grants, soweit ich weiß, ein paar Sachen, so Bibliotheken zum Beispiel für iOS. Ich kenne einen, der hat einen Grant bekommen. Ja, die sind so spezifisch und meiner Meinung nach so schon ein bisschen zentralisiert, meiner Meinung nach. Vitalik Buterin hast du ja öfters gesprochen und auch getroffen. Wie schätzt du ihn ein? Ja, das ist sehr speziell. Ich konnte mich besser mit seinem Vater mich unterhalten wie mit ihm. Sein Vater ist echt cool. Er ist so richtig modern, so sportlich auch. Er ist über 40, 45 oder älter. Vielleicht 50, fast 50. Er postet immer so Fotos vom Fitnesscenter und seine Muckis und so. ich glaube, der hat eigenen Designer und so, hat echt coole Klamotten an und er ist cool. Vitalik ist sehr speziell, sehr eigenartig. Ich kann auch verstehen, dass 1000 Menschen zu ihm hingehen und mit ihm sprechen möchten und seine Meinung hören möchten. Deswegen antwortet er sehr schnell und versucht keine Diskussion einzugehen. Gibt, aber ist schon freundlich, gibt Feedback, gibt seine Meinung, wenn du ihn fragst. Er nimmt auch so ein bisschen Zeit für dich. Manchmal rennt er weg, passiert auch, wenn er zu viel hat, dann rennt er einfach. Ich würde, glaube ich, auch wegrennen. Also ich, das erste Mal, wo ich den gesehen habe in Singapur, da sind 20 Leute zu ihm gekommen, und er musste weglaufen. Weil es könnte gefährlich werden, weißt du? Die wollen alle was von dir, vielleicht auch ein Stück, man weiß nie. Und der ist auch wie Normalsterbliche gelaufen. Ne? Er hat, ich glaube, der hat sehr viel Geld, wirklich sehr viel Geld auf den Wallet. Und er hat keine Bodyguards gehabt. Also ich habe den überall getroffen. Also ich war New York, Singapur, Südafrika, Indien war er nicht. Sonst wäre, glaube ich, zerfetzt worden, weil die haben, glaube ich, auch so zu ihm als wie zum Gott gebeten. Wirklich dann im Saal, unser Gott, unser, haben die geschrien. Wo war es noch? Ich glaube in Boston, in Harvard, wo wir mal gehackt haben, war, glaube ich, auch da. In Berlin war auch da. Da haben wir den mal kurz abgeredet über One Inch, war 2019. Genau, 2019 war das. Er meinte, ja, cool, Jungs, macht weiter. Ne? Und er ist schon freundlich. Ist ein guter Mensch, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist verständlich. Wenn 1000 Menschen die ganze Zeit was von dir haben möchten, irgendwas, dann musst du dich das sein, also quasi von denen sich nur ein bisschen. Wegbewegen manchmal und weglaufen. Okay. Wann hattet ihr gestartet mit One Inch? 18, 19, oder? 2018, 2019? Also die auf dem Hackathon war da? Es war, genau, er war da Mai 2019 in New York. So, ein bisschen jetzt wieder zum Thema unseres Podcasts zu DeFi. Was denkst du, wird in DeFi in nächster Zeit möglich werden? Wie wird sich DeFi weiterentwickeln? Oder vielleicht erstmal, wie definierst du DeFi? DeFi ist Freiheit. Freiheit für jeden. Digitale Finanzen. Keine Middlemans, keine Banken irgendwo, die dich da irgendwo groß einschränken. Es gibt Protokolle und mit den Protokollen kann jeder interagieren. Es gibt quasi Frontends, es gibt Programme, die verwendet werden können, damit du mit den Protokollen interagieren kannst. Zum Beispiel Argent Wallet, die haben zum Beispiel Compound integriert. Du kannst dann deine USDC nehmen, dahinter legen und deine 5% kassieren, Jahreszins. Das ist cool, ne, wenn du mal überlegst. Bei der Bank ab 100.000 bekommst du schon Minuszins. Das ist uncool. Richtig uncool. Und dann kannst du bei Compound mal liegen lassen und bekommst halt 5%, manchmal 10% sogar, je nach Market. Ne? Wenn da was sich bewegt, dann bekommst du halt mehr.
Was möglich wird, sehr viel, meiner Meinung nach, sehr viele Produkte, Finanzprodukte können auf der Blockchain umgesetzt werden und das ohne irgendwelche Admin-Keys und ohne zentralisierte Einheiten. Ein gutes Beispiel ist auch unser Netzwerk. Unsere Smart Contracts sind frei für jeden zur Verwendung. Jeder kann mit denen interagieren, jeder kann in Liquid-Protokoll was reinlegen, was rausholen, jeder kann Trades machen in der Form, dass auf der Blockchain, ne, in den Smart Contracts interagieren. Es wäre natürlich cool, wenn wir irgendwie einen Satelliten hätten für Ethereum, so wie für Bitcoin. Da könnte wirklich jeder drauf zugreifen und einfach über Web3 mit Smart Contracts interagieren. Mit Layer 2 und später mit Ethereum 2.0 werden wir dann die benötigte Performance bekommen und können dann sehr viele Transaktionen verarbeiten. Und dann werden die zentralisierten Börsen Schwierigkeiten haben, weil die werden dann die Leute verlieren, weil im dezentralen Finanzen musst du kein Vertrauen. Du musst nur verifizieren, dass der Smart Contract, mit dem du interagierst, auch sicher ist, dass der Security Audits hatte und so weiter und so fort. Manchmal ist es schwierig zu unterscheiden, ob das eine Pyramide ist oder ob das ein DeFi-Projekt ist. ja, das ist manchmal schwierig. Vor allem im Sommer haben wir gesehen, sehr viele Projekte haben dann sehr viel Geld gesammelt und es gab so Pumps und im Endeffekt wurden die gehackt. Genau, es gab dann die Dumps und dann wurden die noch zwischendurch gehackt und es ist halt so eine Geschichte. Und, also wir von unserer Seite, wenn wir was, wie ich schon gesagt habe, wenn wir was produzieren, dann lassen wir es auch überprüfen bei von Experten. Ja. Kann ich das irgendwo sehen, ob jetzt Smart Contracts oder bestimmte Bereiche geprüft sind? Ja, du kannst auf Etherscan gehen, auf die Smart Contract Adresse und dann kannst du im Bereich Code, kannst du dann unten schauen, ob die Audits eingetragen sind. Mhm. Bei unseren Contracts sind die eingetragen, da kannst du dann verifizieren. Da wurde dann zum Beispiel dann so richtig auseinandergenommen, okay. Da und da gibt es so Schönheitsfehler, man könnte es vielleicht noch schöner schreiben oder ein bisschen effizienter und dann 10 Gas sparen, was dann keinen Sinn macht, höchstwahrscheinlich. Genau, ja. Aber das kannst du ja, wir machen ja in den nächsten Tagen ein Tutorial zu One Inch und dann kannst du das ja auch mal den Neulingen zeigen, wo man das relativ schnell rausbekommt. Gerne, kann ich. So, und nach deiner Definition dezentrale Finanzen, ich meine, ich sehe es im Prinzip ähnlich, ist es ja auch so, dass man dann auch Bitcoin oder Dash oder Monero auch als unter DeFi mit rechnen kann? Also aktuell passiert sehr viel auf Ethereum-Blockchain. Es passiert auch auf der Binance Smart Chain vieles. Es gibt Projekte wie RNVM, die ermöglichen quasi die Bitcoins in Ethereum oder Binance Smart Chain Welt zu transferieren. Es ist ein Protokoll, was halt gewährleistet, dass die Bitcoins, die du dann auf der Bitcoin-Seite loggst und dann auf der Ethereum oder Binance Smart Chain-Seite quasi erstellt werden, für das, was du da auf der anderen Seite eingelegt hast, dass das halt sicher passiert und da keine Manipulationen stattfinden können. Und diese Projekte ermöglichen dann quasi, dass man mit Bitcoin auch in DeFi auch unterwegs sein kann. Es gibt auch ein paar andere Projekte wie WBTC, das ist so eher zentralisiert. Da gibt es ein paar Firmen, die einfach sich vereint haben und auf einer Seite dann Bitcoin in so Multisig-Wallets einsperren und dann den Token quasi minten auf der Ethereum-Seite oder bei einer Smart Chain. Ja, da passiert sehr vieles und ich glaube, es wird so in die Richtung gehen, dass da noch ein paar Sidechains und Layer 2 Solutions geben wird, so wie Optimism, ZK-Snarks. Und die Leute werden dann dort sein, wo am meisten Geld fließt und am effizientesten alles abläuft. Am günstigsten natürlich. Ja, Effizienz.
Wo siehst du Ethereum in 2 Jahren? Ich hoffe, dass in 2 Jahren wir schon Ethereum 2.0 haben. Jeder muss sich dann umstellen. Es ist dann alles asynchron. Wir müssen eventuell dann Art Contracts bauen, wo wir dann synchrone Sachen ablaufen lassen. Das passiert gerade zum Beispiel bei Near Protocol Team. Die haben auch Shared Architecture. Und da muss man halt irgendwie eine App bauen, quasi so ein Smart Contract für Smart Contracts, damit alles synchron schön abläuft. Und wenn du asynchron programmieren möchtest, das geht, das funktioniert. Anton hat schon so eine erste Architektur dafür gebaut, wo er bei Near Protocol gearbeitet hat, für dezentrale, also für DEX, die asynchron funktioniert. Wir werden auch in näheren Zukunft auch sehen, dass viele Banken und Fintech-Unternehmen sich in diesen DeFi-Space begeben. Wir sehen schon PayPal, geht Richtung Kryptowährung, Bitcoin und Ethereum. Bald werden die auch die DeFi-Blue-Chips auch haben, so wie Uniswap, OneH-Token, vielleicht, weiß nicht, keine Ahnung. Es gibt auch Banken, die schon mit Compound arbeiten, ja, die sagen, okay, du als Kunde kannst hier Kryptowährung kaufen, legst die bei uns ab, wir tun für dich deine Kryptowährung, zum Beispiel USDC, die zum Dollar gebunden ist, von Coinbase, die legen wir bei Compound ab und du bekommst 5% anstatt Minuszins. Ja, das machen schon einige. Also ich kenne Signum Bank aus Schweiz, ich habe eigentlich mit denen heute gesprochen. Das sind echt coole Jungs. Ich habe denen von unseren Schnittstelle erzählt, dass die Schnittstelle eigentlich was Cooles ist und was eigentlich für die wäre, weil die bieten auch so Swaps an. Du kannst dann Ethereum zum Beispiel zu US-Dollar tauschen bei denen. Später wollen die, glaube ich, auch andere Tokens haben, zum Beispiel Ethereum zu Bitcoin oder Ethereum zu Uni-Token. Und dann können die auch unsere Schnittstelle verwenden, die einfach nur als Informationsquelle dient und die Transaktion an sich wird dann von der Bank ausgeführt. Also gibt es normalerweise keine Konflikte in diesem Bereich, weil wir kein Geld anfassen und keine Tokens anfassen. Genau, ich sehe gerne die Banken als Gatekeeper an, als Gates, als quasi Tore für die Normalsterblichen, die mit Krypto nicht viel zu tun haben und viel eventuell nicht gleich verstehen und wollen vielleicht nicht so gleich auf einmal alles hier verstehen, weil es alles kompliziert ist, wirklich alles kompliziert. Dann können die Banken einfach für die Kunden dann das machen. Ne? Die können dann bei Compound was reinlegen, die können dann zum Beispiel OneInch-Token staken in den Smart Contract und dann irgendwie Jahreszins von 80 oder 20-80% bekommen. Dadurch, dass OneInch zum Beispiel dann hier richtig schön an Governance Rewards generiert. Ja. Compound generiert Rewards durch das Ausleihen von USDC zum Beispiel. Ne? Und bekommen die Leute für das zur Verfügung stellen von US-Dollar in Tokens Geld. Und das ist cool. Das ist die Zukunft. Und ich glaube, unser Banksystem wird damit schwer haben, glaube ich. Die sind total neidisch über das Neue, was da kommt. Und die werden da nicht mithalten können. Das ganze alte Banksystem wird es ist halt nicht effizient, ja. Und die Effizienz wird die Oberhand gewinnen, meiner Meinung nach. Die haben ja jetzt schon Probleme, gegen die Fintech-Unternehmen anzukommen. Jetzt noch gegen Blockchain und DeFi. Viel Erfolg. Ja, ich denke, das Hauptproblem ist die Regulierung und auch teilweise die Selbstregulierung durch die BITS, durch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die dann auch mal neue Nettigkeiten von sich gibt? Meiner Meinung nach, Regulierung muss schon sein in der Form, dass hier kein Geld gewaschen wird und so weiter und so fort. Aktuell läuft das ja ganz, ganz wunderbar. Ne? Du hast eine Bank, das ist dein Entry Point, kaufst Krypto, kannst du mit der Krypto was machen, du kannst traden, du kannst was gewinnen, machst eine Deklaration über Coinly zum Beispiel, ist auch ein super Provider, wer noch nicht kennt, über Coinly könnt ihr dann easy dann eure Wallets eintragen, dann bekommt ihr eine richtige Übersicht, dann könnt ihr einfach so eine PDF sich
erstellen lassen und dann geht ihr mit dem PDF einfach zum Steuerberater und der macht für euch die Steuererklärung in 0, nichts. Wie heißt die Firma? Coinly. Coinly, okay. Coinly, ja. Da gibt es noch eine andere, die sind spezialisiert auf USA, aber die Coinly sind auch für Deutschland. Ne? Da bekommst du auch auf Deutsch so einen Report. Also ich persönlich verwende das auch. Es ist keine Werbung, es ist einfach ein Tool, was cool ist. Ja? Und die supporten auch One-Inch-Transaktionen, die verstehen, was Compound-Transaktion ist. Und dann ist es für jeden Prüfer auch super verständlich, was da passiert. Ne? Dass du zum Beispiel in dem Jahr ein bisschen getradet hast, okay, du hast dann so und so viel dann noch zusätzlich verdient, das musst du halt versteuern zu deinem persönlichen Steuersatz, das ist okay, wunderbar. Und also es soll schon nach dem rechten Vorgehen, wegen Geldwäschegesetz und so, du hast dann Entry Point die Bank und quasi dein Exit, was du da machst, ist dann auch die Bank an sich, ne? Damit du zum Fiat kommst. Und wenn da alles geprüft ist und die Bank als quasi als ein Eintrittstor und Austrittstor fungiert und das alles reguliert ist in der Form, dann kann eigentlich nicht schief gehen. Also meiner Meinung nach, du kannst kein Geld aus Krypto rausnehmen, wenn du zum Beispiel Geld geklaut hast. Du bist ein Hacker oder so, da hast du Geld geklaut irgendwo bei irgendjemandem. Du musst bei jeder Bank beweisen, woher du das Geld hast. Du musst nachweisen. Ja? Und es gibt eigentlich meiner Meinung nach keine Möglichkeit, aktuell auch irgendwie das nicht zu machen. Ja. Gut, wie siehst du die Bedeutung von anderen Blockchains in 2 Jahren oder im Verhältnis zu Ethereum? Werden die mehr zusammenwachsen? Gibt es dort Innovationen, die dann vielleicht bei Ethereum adaptiert werden, weil momentan leben die ja von dem Kopieren. Aber wie wir wissen, die Chinesen oder die Asiaten haben ja auch mit Kopieren angefangen und dann wurden sie besser als ihre Lehrer. Ja, manche kopieren, manche nicht. NIR Protocol, sind auch Russen. Die haben auch coole Investoren, die haben auch A16Z on board. Die haben nicht kopiert. Das waren diejenigen, die dann so ein White Paper geschrieben haben und dann haben angefangen, so ein Shared Architecture Blockchain zu implementieren. Und Vitalik hat von dem White Paper kopiert. Ja, der hat dann von dem White Paper das genommen, was ihm gefallen hat und dann so ein bisschen angepasst und gesagt, hey Jungs, danke. Wir machen das so ähnlich. Ja. Und klar, so Binance Chain, ja, die haben halt Ethereum kopiert und bieten halt das günstiger an. Es kann sein, ich glaube nicht, dass da Entwicklungsstand findet in dem Bereich, dass Binance hier eigene Blockchain baut, haben die schon versucht, hat nicht geklappt. Mit Binance Dex, auf gut Deutsch, Scheißhaufen. Ich sage das trotzdem, obwohl die bei uns jetzt hier investiert haben. Das haben die auch eingesehen, jetzt haben die auch die Smart Chain hochgefahren. Meiner Meinung nach auch nicht super Lösung, allerdings eine Zwischenlösung. Layer 2 ist der next step, der richtige Weg, Layer 2, wo wir super schnelle Transaktionen haben, super effizient arbeiten, super günstig, eventuell zum Mainstream kommen und dass jeder halt wirklich Wallet Connect verbinden kann und dann einfach von überall aus der ganzen Welt dann mit den Smart Contracts interagiert und dann zum Beispiel Trades macht, ja. Ohne dass jemand da noch zwischendurch eine Kommission nimmt. Und das ist auch noch super schnell und super sicher. Und dann kommt Ethereum 2.0. Und bei Ethereum 2.0 müssen wir, wie schon gesagt, umdenken. Definitiv. Wir müssen dann Software anders schreiben, damit das weiterhin effizient bleibt. Und dann sind wir irgendwo im Mainstream, meiner Meinung nach. Dann haben wir auch Optionen. Wir haben jetzt schon Optionen auf der Blockchain. Wir haben auch diese Hebelposition auf der Blockchain. Wir haben die Lending-Protokolle, ja, wo du jetzt was hinterlegen kannst und was verdienen kannst und du kannst was ausleihen noch dafür. Und damit auch eine Hebelposition aufbauen. Dezentrale ETFs, das ist auch die Zukunft. Also ich kenne ein Team, die arbeiten da dran und
Eventuell kommt ich in das One-Inch-Network, je nachdem, wie die dann mit der Foundation da das ausmachen. Das ist auch was Cooles. Ne? Es gibt tokenisiert, es gibt Sins, ja, Synthetics. Es gibt Tokenisierung von den Aktien von, das sind halt Sins. Es sind keine echten Aktien, die dahinter stecken. Synthetische nicht, Aktien, ja. Synthetische, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das, der Big Short sich euch angeguckt habt. Die haben da erklärt, was synthetische Sachen sind. Das sind so synthetische Positionen. Und das kann auch gut funktionieren. Ne? Es gibt Leute, die sagen, okay, das steigt. Die anderen sagen, das fällt. Und es wird so zu einem bestimmten Preis dann in 3 Monaten gehandelt und so weiter. Und damit kann man arbeiten. Es gibt schon Protokolle, Synthetics. Also ich kenne den Kain, den Co-Founder von, oder den Founder von, ich glaube, das ist Founder sogar, von Synthetics. Ich kenne ihn persönlich und wir sprechen öfters mal mit dem. Er unterstützt uns auch. Die haben echt coole Sachen gebaut, die gehen jetzt Layer 2 und da kann man viel, viel mehr draus machen. Also kannst du jetzt schon Tesla-Aktie quasi, so ein Synth auf Empfehlung Basis kaufen und kannst das traden. Ja. Gut. Dann sind wir durch. Demnächst, wir werden in den nächsten Tagen noch das Tutorial aufnehmen für One Inch zur Benutzung und dann haben wir uns noch überlegt, dass wir vielleicht einen weiteren Podcast machen über Gastoken, über DEXs reden, über Liquiditätspool, Market Maker und so weiter. Dass wir da mal versuchen, diese Begriffe, die du jetzt heute zuhauf verwendet hast, mal ein bisschen zu beleuchten und auch ein bisschen zu erklären. Sergi, wir danken dir. Ja, danke sehr. Danke, dass du da warst. War wie immer sehr interessant und bis demnächst dann.